Ich weiß nur, wir spielen ein blondes Mädchen, wo ich nicht einmal weiß, ob sie Edna heißt. Aber die Spiele heißen zumindest international Edna und Harvey. Also, ich weiß auch absolut nur von dem Teil. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr seid ready, Guys. Und, let's go. Ihr Name ist nicht Edna. Okay. Hatten wir den Track nicht auch letztens? Harvey's New Eyes. Jetzt habe ich aus Versehen Englisch drin oder so. Ne, warte mal, das Menü war auf Dol. Wer ist denn Edna und Harvey, the Breakout bei Jan Müller? Michaelis. Der Titeltrack. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn oh. Du hast dir das Knie aufgekratzt. Michelino, na, wie geht's dir? Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Wird da gerade Harvey gestrickt? Hier hast du Nadel und Faden. Ah, a Song Request. Auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das ist ein schöner Song. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahr. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Meinst du Poki, Puri? Hier hast du Nadel und Faden. Chat split in Harvey Lover and People Say. Ja? Ich weiß, ich kenne ja die Poki-Songs von Deponia. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Ist aber ein bisschen lang, aber er ist echt schön. Nicht gut verheilen. Ich würde auch nicht die ganze Zeit drüber reden. Ne? Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Oh, Jules. Hier hast du Nadel und Faden. Es wird wirklich Harvey. Oh. Hat der nicht in dem Teil rote Augen? Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Und Jules, danke dir für 4 Monate treu. Dankeschön, bleib bei Madel.
Der Song ist nicht lang. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Oh. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Watching Stream würde jetzt passen. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Warte mal, ist das Gurren Lagann? Mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Ich liebe Gewalt. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Gut. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du Aber weißt Musik. Genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Ist das du, Feder? Hey, Girahim, was geht? Kapitel 1, die Klosterschule. Oh, ist das Edna? Du, wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Ist das unsere Edna? Ach, weil du immer Jokes damit machst, Feder. Nimm das nicht ernst. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Aha. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Okay. Wollt ihr das Tutorial spielen? Wollen wir das Tutorial spielen? Das ist Edna Sprecherin und sie hat dieselbe Aussprache. Ich glaube, das ist Edna. Mir ging es darum, ist es die Edna, die wir kennen? Yep. Ah, das ist unsere Edna. Ist das ein Nachteil 1? Ich mag, dass der Bulle da noch grüne Dienstklamotten hat. Ah, ja. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Habt ihr das auch manchmal, dass für euch Polizei noch grün im Kopf ist? Oder seid ihr schon voll drin mit blau? Ich weiß gar nicht, war das in jedem Bundesland so oder war das bundesweit, also deutschlandweit so? Grün wie D-Mark. Das ist doch gar nicht so lang her mit dem grünen Polizisten, oder? Der Tutorial-Polizist ist ganz fun, aber ein bisschen unnötig, denke ich. Ich meine, wir können es gerne spielen. Ich fand die Polizei mit grünen Klamotten und Autos wesentlich sympathischer. I don't know why. Ich habe es heute einfach so kennengelernt. Warte mal, Polizei ist blau? Ja. Das ist halt super international krass verbreitetes Ding. Irgendwie, grün war sehr unüblich. Haven't seen any police in years, so I have no idea what they wear. Nicht mal ein Auto, also hier fahren viele Polizeiautos vorbei und ich finde, das Blau sieht immer noch komisch aus. Daran, Chat, erkennt man, ich bin alt. Für mich ist das Blau immer noch so ungewohnt. Ja, genau das, Melanie. Das Blau ist für mich immer noch ungewohnt irgendwie. Also, Fully, wenn du die Steuerung können willst, musst du das Tutorial spielen. Okay. By the way, ich wollte das vorhin erzählen. Lilly ist so ein Vanillaname, ja. Es ist so ein 0815 Mädchenname. Ich finde irgendwie trotzdem ganz schön. Oh, wollt ihr das Tutorial spielen? Let's go. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Okay. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Okay. Probiert es doch einmal aus. Na, da schau her. Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Habis rote Augen. Gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint.
Nun können wir die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Okay. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Ich bin so weit als Kinderbetreuerin, dass ich Lilis beim ersten Treffen als Lilly erkenne. Sarah ist noch mehr Vanille als Lilly Doe. Es gibt halt mehrere Standardnamen, die in unserer Zeit einfach populär sind. Ich fand den Namen Lilly immer voll schön, aber er lernte eine Lilly kennen und sie war die ekelhafteste, mieseste, hinterhältigste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Oh, das tut mir echt leid zu hören. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach ja, genau. Die roten Augen. Ich habe Angst, dass der Harvey von Edna an Lilly übergeht und sie einfach, also Harvey einen schlechten Einfluss auf sie hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Harvey wird einen schlechten Einfluss auf sie haben. Das ist fucking Harvey! Fucking Harvey! Außerdem, Felix, du meintest, sie sieht auch sehr Vanilla aus. Character Design. Wenn wir jetzt eine Silhouette haben würden, weil diese Schleife so groß ist, der Hals so dünn ist und generell die allgemeine Statur so ist, wie sie eben ist hier gerade, würde dir sie in der Silhouette immer wieder sehen. Selbst wenn das Design simpel ist, ist das Design ja vielleicht trotzdem gut, wenn du es immer wieder erkennst. Und das ist simpel, aber effektiv. Sir? Edna alleine ist schon schlechter Einfluss genug. Ach, Edna. Hä? Achso, nur einmal. Ich habe den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Das mache ich. Denk dran, das Stofftier aus Inmos ist mehr Harvey als Harvey selbst. Oh, characters being no character. Echt? Oh, das wäre keiner schade. Ich habe nicht gesagt, dass sie schlecht designt ist. Nee, ich wollte nur darauf hinaus, also auch wenn das Design relativ simpel ist, dass es ja trotzdem effektiv ist. Das wollte ich damit sagen, Felix, einfach. Vanilleeis. Ah. Wait, why? No, why? What? Ich weiter unten klicken oder so? Warum hat sie das zurückgekehrt? Oh, stop this! Why? Ich habe Lilly mal vor Jahren gezeichnet. Ich glaube 2016. Und ich mag die immer noch. Die Lilly hier. Is this a stupid me thing? Warte mal, kann ich mit der mittleren Maus... Ja! Hey, Stevie-Line, was geht? Bin ich einfach blöd? So schwer kann das ja nicht sein. Es ist zu schwer für mich. Was, wenn ich das so rüberziehen versuche? Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Oh nein. Ah, nur mit der kann ich aber interagieren, ne? Das ist ja nicht zum Aushalten. Weiß nicht, wo der Klickpunkt bei meiner Maus ist. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist... Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Das sind sehr viel schwierigere Aufgaben als die hier. Ganz unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Was passiert dann? Hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich.
Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Ah. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Ich kenne das mit dem kleinen Finger. Die Oberin ist schon eine Nette. Fast so charmant wie Lotti, findest du? Wen mögt ihr mehr, die Oberin oder Lotti? Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Haken-Symbol, um die Hake wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Hake nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden. Oh, nice, auch Muff. Mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Hake vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Also jetzt habe ich sie. Kann sie wieder so zurücklegen. Da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Ich dachte, das waren die. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly gehen lassen, wohin ihr wollt. Das war mir selbstverständlich. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht, der Pfeil ist spitz. Hat nicht Ausgänge gesehen? Ja. Hey, Edna. Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. Generell, ja, Feder. Also nicht nur die Yakuza-Spiele oder so. Ist ja tatsächlich ein Ding, was bei Yakuza passiert mit dem. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Lilly selber kommentiert nicht? Es gibt Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist. Edna, was tust du da? Buddeln. Ja, genau, den Finger, Polly. Ab damit. Hey, Elvin, was geht? Ich gammel auch gemütlich so vor mich hin. Kennt man. Da, die Hand. So, das machen wir jetzt. Einmal schieben. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Ich verstehe, worauf es hinausläuft. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, lass doch die Arme in Ruhe. Warum sind alle Scheiße zu dir? Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. Oh, das ist so angenehm. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken ist. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Hey, Blubi, bisschen abhängen? Ja. Natürlich erkenne ich solche Anspielungen. Ja, ist Edna reden oder angucken? Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Oh. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Oh. Oh. Ich meine, good for them, aber nicht gut für den Postboten. Die Handbewegung von Edna habe ich auch immer früher im Sandkasten gemacht. Wenn der Sand durch die Finger gleitet, war das immer so satisfying. Aber ich mochte das mit dem... Es gibt ja jetzt mal so ein bisschen Sandkastengeschichten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab ja immer so diesen oberen Sand, der recht trocken und schön weich war und so. Und der tiefere, der war ja dann immer feucht. Und mit dem konntest du aber besser bauen. Und dieser Rieselsand, ich weiß nicht, wie man den nennt. Ich hatte bestimmt damals einen Begriff dafür. Der war immer ganz schön, irgendwie anzufassen und sich wirklich durch die Finger rieseln zu lassen. Es sei denn natürlich, du bist Anakin Skywalker, der mag keinen Sand. Aber ansonsten, keine Ahnung, mochte ich das voll gerne. Aber diesen nassen Sand mochte ich irgendwie nie so sehr. Und mit dem kannst du halt besser bauen. Was halt irgendwie doof ist.
Drew, Musik könnte einen Ticken runter und die Stimme etwas lauter. Ich bin mir gerade unsicher, ich habe das Gefühl, nur der Dude ist leise, aber wir können gleich mal schauen, ja? Wir reden mal mit Edna. Wenn Edna auch zu leise ist, dann passe ich das an, okay? Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Zu leise für euch? Cool. Okay. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Kann ich Einstellungen öffnen? Wie wäre es, wenn ich Dialog beende? Hä? What was this? Ah. So, Sprache kann... Du sollst nicht lügen. Musik leiser, ja? Emma, das sollte so passen? I think? Werden wir sehen. Ich kann schon verstehen, wieso man Lilly hasst. Sie ist so eine ungezogene Rotznase. Warum? So. Luca, willkommen im Stream. Was geht? Schönen guten Abend. The Freak Harvey? Harvey hat noch gar nichts gemacht. Wieso? Also sein Spruch... Was gibt's Neues? Ist jetzt besser? Wartet. Hey Lilly, was gibt's Neues? Besser, Guys? Oder noch ein bisschen leiser die Musik? Guten Abend, wie geht's? Gut, gut. Feder, oberen Theorie verfestigt sich. Besser? Okay. Schatzsuche, Aufgaben der Oberin, die Oberin. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Aha. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich Was? Habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Besser auf jeden Fall. Musik muss man mit der Zeit vielleicht schauen. Ich weiß es halt nicht. Für mich war das halt die ganze Zeit gerade recht verständlich. Von daher, keine Ahnung. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Was ist Bimsstein? Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln. Mich sollte man immer hören. Ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X. Aber er ist wirklich leiser. Abzuschließen. Edna ist viel lauter als er. Unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Okay. Jetzt sollte ich auch alles dann wissen, ne? Es ist nicht, dass es schlecht verständlich ist. Die Musik ballert aber schon ein bisschen so mit dir zusammen. Ist das so? Ich sollte dir eigentlich gut hören immer. Also ich sollte, selbst wenn ich leiser rede, immer was übertönen. Bimsstein ist poröses Vulkangestein, das für Hygiene verwendet wird. Ah, interesting. Ich finde die Musik schön. Zu schön, um leise zu sein. Ich mag die tatsächlich auch. Am ersten Edna-Teil hat mir eine Sache ein bisschen gefehlt und das war gute Musik. Nicht, dass Edna nicht keine gute Musik hatte, aber oftmals war sowas wie, wie soll man das sagen, Ambiente eher, Ambiente-Geräusche und so. Das war nicht zwingend immer Musik. Manchmal schon, wie war das, Childhood Memories oder wie das heißt, Kindheitserinnerung. Das war ein schöner Track. Aber ganz viele andere waren auch echt nicht so. Ne? Irgendwie, ich finde Musik gerade relativ repetitiv. Findest du? Vulkangestein, mit dem man ähnlich wie bei einem Schwamm einfach stärker Flächen wie zum Beispiel die Füße bearbeiten kann. Nicht die Füße. Okay, Anluca, dann gute Nacht. Beete umgraben? Termiten. Müssen wir Beeten umgraben? Ich dachte, wir sollen das machen. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Warum musst du es mit den Händen machen? Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut.
Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Das ein Klosterwaisenhaus oder so? Ich meine, klar, die Oberin... Nonne, das habe ich gesehen, aber allein dieser Kommentar und so. Ich denke mir jetzt einfach nur, ich habe das Gefühl, ja, haben die doch ganz am Anfang gesagt, haben die? Oh, okay, ist eine Klosterschule, ups, habe ich das irgendwie verpennt. Deshalb auch die Oberen. Ich meine, hätte ja auch so einfach sein können, dass es, keine Ahnung, eine normale Schule ist, kein Waisenhaus, was weiß ich, ne? Und da ist halt einfach eine Nonne, die irgendwie zusammen, keine Ahnung, das Ding arbeitet dann irgendwie mit der Kirche und das ist eine Nonne, ja. Kann auch einfach ein Internat gewesen sein und da gibt's halt eine Nonne, die halt dort arbeitet. Who knows? Also, ja, aber gut. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay. Guck dir doch mal Lilly an. Die kann nur weise sein, die will doch keiner. Das ist gemein. Nonon Jakusura arbeitet an der Oberschule. Das stimmt natürlich. Das ist wahr. Was? Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so. Gibt's in Deutschland überhaupt Termiten? Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Bitte was? Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Also brauchen wir Marmelade und eine Schaufel. Meine Frage zu Termiten. Termiten fressen nicht wirklich Holz, oder? Die nisten sich, glaube ich, eher darin ein und bauen dort ihr Nest, I think, oder? Weil Cartoons stellen das immer so dar, dass Termiten Holz fressen. Aber ich war mir halt nie sicher, tun die das wirklich? Kenne Edna bricht aus nicht, aber ich liebe Edna. Ah, Edna bricht aus haben wir gespielt, aber ja, den Teil kenne ich jetzt nicht mehr. Because Nonne, it was a bad joke. Alles gut, Flo. Jetzt ohne Witz, ich habe eine Schülerin, die genauso den Kopf schüttelt und das Geräusch macht, wenn sie was nicht checkt in Mathematik. Ich meine, Edna war ja quasi eine Weise, nachdem ihr Vater... Ja, stimmt, ja. Bei Edna weiß ich's. Aber ich wusste auch nie, wie alt Edna war eigentlich. Ich weiß nicht, ob das je erwähnt worden ist. Die Musik immer noch laut? Ich habe sie leiser gedreht und Leute meinten, das wäre okay jetzt. Können tatsächlich Holz fressen, machen das aber eher zum Unterschlupf vor. Darauf wollte ich hinaus. Hey Knolle, ja, länger nicht gesehen, alles gut bei dir? Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um okay, dich Marmelade und Schaufel. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Aber brauchen wir für den Schatz nicht auch eine Schaufel? Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Ich habe mal in der Imkerei gearbeitet, in meinem Landwirtschaftspraktikum. Termiten ernähren sich bevorzugt von organischem Material wie Holz, Humus oder Gras. Sie sind als Zellulosefresser gefürchtete Schädlinge, beispielsweise als Holzbauern. Oh, aber okay. Fressen schon Holz, wenn auch nicht ausschließlich. Okay, okay. Edna just being Edna. Aufgaben der Oberen. Nee, das hatten wir gerade, ne? Also Schatzsuche. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Hast du die Nacktschnecke... Ah. Moment, was? By the way, Mr. Tutorial will was von mir.
Möchte er was von mir? Nö, er ist weg. Der war einfach nur da. By the way, ich glaube, eine Sache finde ich echt schön in der Ansicht, und zwar das ist mit den Bildern der Thematik. Dann ist da nicht immer ein ganzer Satz drunter und dann muss ich mich immer nicht dadurch navigieren. Das ist irgendwie sehr viel einfacher, wenn du statt ganz viel Text da immer hast, wo du was auswählst als Dialogoption. Lili spricht ja eh nicht. Einfach ein Bild auswählst, was einfach dazu passt. Man sieht im Hintergrund die Anstalt aus Teil 1. Ist das die hier? Ist die das? No questions asked. Okay, na lecker Schnecki. Hey Nummer, na, schönen guten Abend. Ja, achso. War sehr turbulent für mich. Stand am Rande der Obdachlosigkeit. Oh Gott, nein. Das freut mich, dass es jetzt wieder bei dir besser ist. Willkommen zurück. Wie wär's? Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Was soll daran schiefgehen? Ne? Wie wär's, wenn wir schaukeln? Ist nicht auch das Kirchenhaus aus Teil 1 da links? Nee. Ich glaube nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht. Lili wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch. Zumindest offen. Ja, okay. Nein. Das ist gleich. Ich wollte gucken, ob da was anderes ist. Und da haben wir auch alles gesehen. Irgendwas noch? Das Loch. Der Baum an sich. Okay. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ja, was hat man nur gegen Termiten? Die Kirche aus Teil 1 hat den Glockenturm. Stimmt. Gunnar, nein, Lili wird nicht auf die Schaukel gehen. Da hat Marv jetzt schon einfach den Synchronsprecher rausgesucht. Und er kann das sehr versuchen. Keine Mühe, Lili. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja. Okay, ich kann einfach nach da, ne? Gott, das ist tausendmal übersichtlicher, wenn nicht 500 Optionen. Ich weiß, dass manche Leute es am ersten Teil echt mochten. Aber es kann auch ein bisschen anstrengend sein. So, da komme ich wahrscheinlich in den Keller rein. Kann man aber hier den Rest ein bisschen anschauen. Was kann ich im Busch machen? Ich war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung. Der Schlauch führte zu einem... Was ist das? Ding. Hey Kirin, na? Ich fühle mich wieder jung. Willkommen zurück. Vor 10 Jahren mit meinem besten Freund gespielt, damn. Bau dein Stuff halt aus dem guten alten Stein statt aus Holz. Da brauchst du auch keine Termiten fürchten. Das stimmt. Eine Wasserpumpe? Nein, ich glaube nicht. Lili, schalte das sofort ab. Nochmal. Lili, schalte das sofort ab. Gleicher Wortlaut. Die ist aber gut darin zu schimpfen. Die kann den Ton immer halten. Finally, ihr Ding. Noch einmal. Lili, schalte das sofort ab. Oh, nice, Knolle. Freut mich für dich. Falls es interessiert, ich bin schon gut in Recharge Memories reingekommen. Muss mich nur daran erinnern, nicht ständig Karten zu mashen. Ja, genau. Du darfst halt nicht mashen. Die Taktik ist ganz nice. Vielleicht gefällt dir der Riku-Teil sogar mehr. Den mochte ich nämlich auch sehr gerne. Ja, Lili, was soll der Scheiß? Und Lili hat ein bisschen Spaß. Was passiert, wenn ich hier am Wasserhahn drehe? Schade. Der Wasserhahn war leer. Ich hab... War das nicht auch aus dem Deponia-Spiel? Ich weiß nicht. Ich hab einen ganz weirden Satz im Kopf, den ich euch nicht komplett ausformulieren kann. Irgendwas, wo ein Erzähler auch drauf reagiert und dann ist es halt einfach eine Enttäuschung. Ist das nicht sogar irgendein... wie so ein Meme? Habt ihr das nicht voll oft rezitiert oder so in den Streams? Ich weiß es nicht. Ich werde es ja sehen, wenn wir es finden. Yes? Okay. Ich glaube nämlich, ihr habt einen Spruch rausgehauen mit irgendwas und dann ist dann eine Enttäuschung von einem Erzähler oder so und ich habe das nie verstanden. Und jetzt, wo ich den Erzähler hier höre, muss ich irgendwie daran denken. Riku, they put bugs in him. No! Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Nicht mit dem falschen. Götz Otto ist der Erzähler. Oh.
passiert auch nicht. Der Wasserhahn war leer. Hüpfen wir rein. Oh ja, den Presslufthammer, den würde ich sehr gerne mitnehmen. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Es ist genau das. Und genau jetzt habe ich es gefunden. Ja, genau das meinte ich. Und der Chat ist voll damit. Oh. Komm, Kleine, du kannst doch hier easy rein, oder? Zähl mir doch nichts. Kann man die anderen Sachen vielleicht anschauen? Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Lecker. Und wie gesagt, der Gunnar, den ich meinte, ist der Tutorial-Mann. Achso. Ja, nur darauf gewartet. Deshalb musste ich lachen, als du gefragt hast, ob du in einem Spiel war und du standest direkt davor, ja. Mein Harveys neuer Augenposter zeigt diesen Keller. Mag auch Art sehr gerne. Also so eine, die Artworks. Das, ich weiß nicht, es gibt einen Unterschied, wenn du alles absichtlich super scribbly und schief und sonstiges zeichnest. Finde ich manchmal nämlich ein bisschen nervig, wenn das alles ist. Aber hier ist es so, als ob jemand das einfach so ein bisschen ungeschickt von Hand gezeichnet hat. Ohne super perfekten Kreis zu malen hier oder so, sondern ein bisschen unperfekt. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen einen Charme. Die Idee war gut. Aber das wollte ich nicht. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Jo, Luffy. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Na, warum macht man das? Krankheitsüberträger? Tja. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Was aber denn? Von hier aus würde sie sie nie erreichen. Oh, man. Ja, da müssen wir den Schlüssel irgendwie finden, ne? Kannst mir nicht erzählen, dass die Kleine nicht weiß, wie man einbricht. Einfach durchs Fenster. Vielleicht hat die Angst, dass sie nicht wieder reinkommt. Wer bist du denn? Free Man? Der Schlauch. Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Gar nicht gefragt. Ach, Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Sind die Augenbraue? Ich bin beschäftigt. Okay. Gordon oder morgen? Wer weiß? Hätte auch ein bisschen dieses aus Kinderaugen-Feeling, wie bei Enders Rückblicke in die Kindheit, but light version. Ja, genau. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Wisst ihr, was cool wäre, Chat? Ja, so Lukas! Oh, ein bisschen Lost Child, aber wie geht's? Wie steht's mal? Alles gut bei dir? Würdest du eigentlich die oberen Voice acten, wenn das Game kein VA-Cast hätte? Würde die halt alt und aggressiv sprechen? Irgendwie ein bisschen sowas! Oder eher ein bisschen, eher vielleicht so in der Stimmlage? Lilly, jetzt geh den Garten umbuddeln! I wanna know how it would sound? Ja, ungefähr so, I don't know. Destroy his hair? Bestimmt denn nicht mit dieser schönen Locke? Rude. Was soll ich gerade sagen? Ich hoffe, Lilly hat einen Character-Arc. Das Lilly war perfekt, dankeschön. Ich hoffe, Lilly hat einen Character-Arc, wo sie am Ende einfach mal Nein sagt. Nein, ich mach das nicht oder so. Irgendwie sowas. Ich hoffe, das ist ihr Character-Arc. Oh, wo sich einfach mal verbal zur Wehr setzt. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. I see.
Lilly, du isst jetzt deinen Nachtisch auf, weil der nämlich lecker schmeckt. Wir haben denselben Sprecher wie Clever Bald Apotheker aus Chaos of Deponia. Oh. Mädchenhände? Ich zeig dir gleich Mädchenhände. Das hat echt sowas. Was soll die Scheiße? Ich meine, ich habe auch kleine Hände, okay. Okay. Habe ich das euch hier erzählt? Kleiner Fakt am Rand, ja. Ich habe recht kleine Hände, ja. Proportional normal an meine Größe. Aber ich bin ja auch ein kleiner Mann. Ich glaube, ich habe noch nie eine ungefähr in relativem Altersverhältnis von mir eine Person getroffen, die kleinere Hände hat als ich. Jeder hat größere Hände als ich. Your hands are perfect for holding. Oh. Oh, Fudis kleine Mädchenhände. Nein, dafür bin ich ein bisschen zu haarig, I guess, aber wir sind klein. Ist der Hintergrund die Anstalt? Nee, das ist die Klosterschule, wo wir sind, ne? Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig. Mhm. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Ah. Das wirst du nie schaffen. Ergibt Sinn. Und dieser Lehrer, danke dir für 17 Monate treu. Dankeschön. Bleib beim Adel. Wie geht's dir stets, Mann? Und mir fällt auf, ich hab, tatsächlich eine Angewohnheit, öfter mal so ein zu machen. Ich weiß nicht mal, ob ihr das hört. Ich nick da so ganz leicht bei. Mir ist jetzt aufgefallen, was sie das ja die ganze Zeit macht. Und ich ahme sie nicht nach. Das ist. Ich mach das ja wirklich manchmal einfach. Aber ich denke mal, das ist auch recht verbreitet. But join this fight fully. Man's do be small. Achso. Ich bin ja überrascht, wenn jemand größere hat als ich. Hm. Was wäre, wenn wir gucken würden, wer von uns größere Hände hat? Ach. Oh. Ja, machst du? Selbe Angewohnheit wie beim Lachen zu seufzen. Oh, ja. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo? Gumbo? Und die gleiche Lilly. Ich meine, danke für das Kompliment, aber ich habe nicht so eine süße Schleife oder so. Das Seufzen muss aber auch immer sein. Das, ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. Ich müsste mal, wenn ich jemals Kontakt hätte mit Leuten, die ich länger kenne, und ich sie fragen würde, habe ich schon immer so mit einem Seufzen am Ende gelacht? Würde es mich einfach interessieren, ob ich das schon immer so gemacht habe. Nämlich, es war mir nicht bewusst für die meiste Zeit meines Lebens. Ich verstehe, Wolfo. Gumbo ist das neue Cool. Aber du bist genauso rotzfrech. Ja, yeah, manchmal muss man einfach frech sein hier im Stream, ja? Das ist wichtig. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Hey. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Ja, hört doch mal auf damit, was soll das? Ich meine, die Arme, sie tut mir voll leid. Ach, Lilly, peinlich. Dachten die meisten Leute nicht drauf, würde ich sagen. Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas war mal. Nur richtig cringe, wenn ich weiß, was Gumbo ist. Yo, Chad, voll Gumbo. Wir sind total Gumbo. Yeah. Du bist voll Ungumbo. Ich darf dabei ein folgendes Zitat erinnern. Ah ja, die Musik ist super. Lacht. Ha, Moment, wieder komplett den Gedanken verloren. Und dachte ich so, ich habe gerade darüber geredet, dass ich sagen werde, die Musik ist super. Und dann sage ich, die Musik ist super. Hey. Ich sag gerne, dass Musik super ist. Ich liebe Musik. Okay, wozu Kellerschlüssel? Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Er hat doch nichts gesagt. Ich sage natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so.
Ich rede hier von echten Schätzen. Genau das, Luffy. Das ist dein Emote ist einfach Lily. Wait, is this the better Track des Spiels Moment von 2017? Keine Ahnung. Hätte die Endwalker mit mir erlebt, wäre ich die ganze Zeit da gesessen und hätte gesagt, das ist der beste Track im Spiel. Gut, dass er nicht mit mir Endwalker gespielt hat. Oh. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja. Brunnenverbot, Kellerverbot. Nein, nicht am Brunnen. Ein Emote, das ich aus Faulheit niemals benutzen würde. Das von Luffy oder... Nee, das, was Flo jetzt auch benutzt hat, ne? Also, people talk, but people is not talking, weil es so lang ist. Mach mal Doppelpunkt, dann... Ich weiß nicht, bis am PC, dann sollte es vielleicht in der Liste auftauchen oder so. Ich muss mal ein paar Quests machen, da kann ich endlich Endwalker spielen. Tu das, Flo, tu das. Wie weit bist du in Shadowbringers? Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Hey! Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Ich habe das Gefühl, wir sollten irgendwas machen, dass das da auf ihn runterfällt. Wir den Honig haben, Termiten weglocken können. Und dann irgendwie an den Brunnen gehen können. Ich mag ihn übrigens nicht. People talk, but people is not talking. Das ist ein paar... nee, das hatte ich gelesen. Ich bin beim Revisit von Azazla. Ja, nice. Dann bist du ja... Hast du ja nicht mehr viel vor dir. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Hey! Mit dir, Lilly? Sie sagt doch nichts, ja. Obwohl, never mind, Flo, ich nehme das zurück. Ich habe 10 Stunden, glaube ich, gebraucht. Gute Idee. Ich finde das jetzt aber echt Gumbo von dir. Der Brunnen ist aber tief. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge. Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat. Sondern, weil es wirklich zu riskant ist. Ja, ja. Wobei... Würde das Spiel einen morbiden Joke machen, wo er in den Brunnen fällt und stirbt? ja, würde es. Ich trau das Dedelic voll zu, dass sie manchmal mit sowas um die Ecke kommen. Ich will doch nur Motoröl trinken, aber Lily ist eine Spielverderberin. Oder irgendwie, ich krieg diesen Bienenstock runter und er fällt in den Brunnen und wir bringen ihn um oder so. Es ist das Kind in den Brunnen gefallen. Mag eigentlich Lily. Warum so gemein? Ach ja, Keller. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja, der Janne macht so Pipo Tong so. Kann mich mit Lily tatsächlich ziemlich gut identifizieren. Sie macht doch gar nichts Schlimmes. Warum sind Leute so gemein zu ihr? Die Arme, sie tut mir halt voll leid. Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly. Nein. Als ob schlimm ist, brav zu sein. Blumi, my head is... Es ist halt echt so. Lilly ist einfach frech, faul und benimmt sich wie das letzte Hemd. Das letzte Hemd. Ex von mir hieß Lilly. Eine Ex von mir hieß Lilly. Also schubst das Kind in den Brunnen. Nein. Das ist, das Lustige ist, ich hatte 2 Partnerinnen mit dem exakt gleichen Vornamen mal. Das ist lustig, nämlich bei der zweiten dachte ich mir auch so, oh Gott, meine Ex-Partnerin hieß so. Ich will gar nicht erst mit dir interagieren. Da kam ich trotzdem mit ihr zusammen. Funny story, right? Frag dich mal, wieso Lilly da ist, genau zurecht. Ach so.
Oh, ab ins Kloster. Ja, gehen wir mal ins Kloster. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Oh, hoffentlich man. Fing es nicht wieder an zu hageln. Oh, ich mag's nicht, wenn's hagelt. Ist immer so unangenehm. Was da? Das wäre seltsam für mich. Eventuell so seltsam, dass es ein No-Go ist. Schade. Der Wasserhahn war leer. Warum ist der leer? Kann ich nicht pumpen? Weil dann kommt die obere Nummer, ne? Platsch. Lilly, schalte das sofort ab! Lilly, schalte das sofort ab! Ich nehme hier vier Freundinnen, die ein L als ersten Buchstaben hatten. Was kommt vor? Siehst du, sie lernt einfach nicht. Kann ich was im Kompost machen? In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Was habe ich im Inventar? Ich habe einen Pinsel. Könnte ich eventuell, vielleicht brauche ich aber dafür den Bienenstock, um an den Honig ranzukommen, ne? Dann könnte ich den Pinsel benutzen für den Honig. Ich habe hier auch einen Wollknäuel. Ja, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Cute. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Oh. Diese Nonne campt einfach den ganzen Tag hinter der Säule und wartet, bis Lilly da genau hingeht, nur um zu sagen, dass sie es ausmachen soll, ja. Maden und Spinne. Junge Arm, der sich gesichert. Friendship. Kann ich das nicht einfach machen? Lilly erkannte schnell, dass sie die Termiten auf diese Weise niemals verscheuchen würde. Nee. Sie brauchte einen besseren Plan. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Bin. Thanks, Feder, shout at me more. Oh, man. Warte mal. Ich... Können wir es damit machen? Lillys Erfahrung zufolge ließen sich alle Dinge der Welt einteilen in Sachen, die gepumpt werden mussten und Sachen, die nicht gepumpt werden mussten. Das hier gehörte zur zweiten Kategorie. Oh. Wisst ihr, welche Kategorie ich gehöre? Gehört zur Kategorie, muss gepumpt werden. Könnt ihr mir ein bisschen was pumpen? Habt ihr mal eine Mark, Guys? Habt ihr mal einen Euro? Wissenschaft? But why is Otto so mean to us? Keine Ahnung. Ich dachte nämlich, ihr seht dieses Loch da, dass ich das vielleicht reinstecken könnte. Lillys Erfahrung zufolge ließen sich alle Dinge, der das hier gehörte. Wo die Zahl am Pumpen. Mami, der Mann im Internet fragt mich nach Geld. Ja. Ich meine, irgendwas muss ich ja machen, ja. Oh, ich habe Trash Days Folge mit dem Host Club Dings gesehen. Meine Fresse, Hosts verdienen teilweise so viel Geld. Aber ich würde nicht mit denen tauschen wollen. Der Schlauch sollte nur zum Rasensprengen verwendet werden. Lilly durfte nicht einmal aus ihm trinken. Aber egal, warum nicht? Wie groß ihr Durst war. Oh. Oh mein Gott! Kingdom Hearts. Bonsai! Hier, 1 Euro mal 100. Holy shit, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für 100 Euro. Vielen lieben Dank für die große Spende, Bonsai. Danke, danke, danke. Ja, der Fan vom Bahnhof, bin ich sicher, welcher Bahnhof? Was Tomaten mag. Bonsais mag, das ist Bonsais mag. 1 Euro mal 100, damit habe ich nicht gerechnet. Vielen Dank. Sie will doch safe, Ori. Ich meine, kann sich gerne wünschen, ne?
Das war mehr als eine Mark, das ist wahr. Vielleicht Ori ja auch als ein Abendprojektding, wer weiß, ne? No, Ori? Achso. Das ist ja... Warte mal, du hattest Inmost requested, ne, Bonsai? Inmost war ganz cool. Spiritfarer. Okay, gerne. Wie lange ist Spiritfarer? Kann man das auch in so einem Stream mal einmal durchspielen, oder... Das ist länger. Ori wäre super. Ist nicht ausgeschlossen, dass nicht vielleicht eines Tages nochmal Ori kommt, ne? No, never. Oh, okay, okay. Spiritfarer dauert länger als in einem Stream, würde ich sagen. Alles klar. Tomatenmark, weil Mark Tomaten mag. Ich habe den Bismarck-Spruch leider vergessen. Es war irgendwas mit Mark Bismarck, wenn Bismarck bis Bismarck Bismarck oder so. Was? Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Some days are just... Das war das Platsch. Ah. Bonza, bist aber längst schon schlafen. Oh, ist das so? Oh, das wollte ich mal spielen, aber schauen ist auch gut. Ja, gerne. Da hat mein Wecker klingelt doch erst um 5.15 Uhr. Ja, dann wer braucht das Bonsai, ne? Sir Nelson. Haha. Da rein. Ich habe keine Ahnung, wie Nelson das macht. Aber wahrscheinlich ungefähr in dem Rhythmus, nicht in der Tonlage, ja. I guess. Kann ich den da reinwerfen? Yeah. Was wäre, wenn wir anders das Wasser pumpen? Ergibt das überhaupt Sinn? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Go, 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 Rufus Gummia. Steine runterwerfen? Nein, das ist gemein, Mask. Wie geht's dir? Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Ein Wachsmannstück, Lilly. Wachse auch nicht. Spiritfarer habe ich gespielt, als ich in Quarantäne war. Good game, I cried. Oha, ich bin sehr gespannt. Ja, Moggy und Maeve haben das ja auch gespielt und waren eigentlich auch ganz schön am Schwärmen darüber und haben es sehr gelobt. Willst du Wasser reinpumpen und den Typen ertränken? Ertränke ich ihn aber? Überleg mal, wenn wir da Wasser reinhauen, dann füllt sich der Brunnen, korrekt? Wenn sich der Brunnen füllt, was passiert dann mit dem Dude? Der geht natürlich mit nach oben. Und dann kann er rauskommen. Ich meine, er sinkt ja nicht runter, ne? Zwingend. Lass Freeman ruhig ein bisschen schwimmen. Okay. Smart. Jake. Könnte auch einfach das Wollknäuel nehmen und versuchen runterlaufen zu lassen. Das hat zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Schön. Wie gerade Control, das ist ziemlich cool vom Worldbuilding und Lore her. Sehr nice. Unless his boots are heavy. Oh, boots heavy, arm sweaty, mom spaghetti. Lilly, Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Oh, Feder schenkt der Oberen einen Sub. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Mom made Spaghetti? Yeah, you're doing fine. Hey Fiddler, was geht? Alles gut bei dir? I'm Spaghetti, Mom Sweaty. Nicht ganz. Oh. Ich habe tatsächlich ziemlich früh jetzt schon keine Idee mehr. Kennen wir heute die 9 Subs noch zusammen? Weiß ich nicht. Schade. Der Wasserhahn war leer. Neuer Spider-Man? Kam neuer Spider-Man-Film, oder? Echt? Wie habe ich das wohl nur verpasst? Hoffe, er hat dir gefallen. Mom's heavy, nie Spaghetti. Mom is heavy? Oh, no. Oh.
No Way Home. Habe ich irgendwie nichts von mitbekommen. Kann ich nochmal subben? Man kann Gift-Subs machen, aber das musst du nicht, ja. Ich wollte nur kurz erklären, dass die Funktion existiert. Falls du sie nicht kennst. Aber du musst gar nichts, ja. Damn, Fudi lebt unter einem Stein. Das ist nicht unwahr. Warte mal, vielleicht könnte ich... Habe ich vielleicht einen neuen Dialog? Warte mal, der Schlauch ist ja nicht der gleiche wie der da. Kann ich den Schlauch vielleicht einfach da dran anbringen und dann pumpen? Ja! Hat das gereicht? Dieser unterschwelligen Botschaften hier. Ja. Hallo? Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und genau wie wo war. Eigentlich mag ich Marvel und Spider-Man-Filme, aber Encanto ist, Mein Encanto hat so mein Herz erfüllt. Don't wanna see any movie in cinema that's not Encanto this year anymore. Da ist nicht mehr lange, aber es ist okay. Time to sleep. Gute Nacht, Bonsai. Schlaf gut. Wehe, du wächst Myrte auf. Mit dem Pinsel wüsste ich nicht, was ich tun könnte. Klar, ich könnte das bestimmt irgendwo ausprobieren, aber... Irgendwie müsste ich schauen, dass ich pumpen kann. Ohne, dass die Oberen mir auf den Sack geht dabei. Aber wie mache ich das? Ob ich in ein Kloster jetzt rein kann? Ich muss ja die Gartenarbeit erstmal erledigen. Vielleicht brauche ich die Schaufel nicht. Habe ich die Hake versucht, mal dort zu benutzen? Ich glaube nicht, ne? Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Aber eine Hake ist ein bisschen etwas zumindest. I forgot that I was looking. Ah, shit, Gio. I remember what you need to do. Und was ist deine Prediction, wie lange ich brauchen werde? Werde ich diesen Stream noch drauf kommen? Be right back. Okay, Flo, okay. Ein Item nicht brauchen, sicher. Was meinst du? Nee, ich meinte, keine Ahnung, was ich gerade meinte. Oh. Da Minimum 20 Minuten. Ah, shit. Kann ich nicht Leuten vielleicht Items geben? Edna, möchtest du eine Harke? Was hast du da? Eine Harke? Aha. Ist ja nett gemeint. Aber ich fürchte, die hilft uns hier nicht weiter. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Find's übrigens schön, dass Edna zumindest... nett zu Lilly ist. Brain Spaghetti. Willi schafft das schon. Aus dem Pinsel. Was ist das? Ein Pinsel? Aha. Nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Zum neuen hey, Dialog. Lilly, was gibt's Neues? Nö. Was ist, wenn ich den Keller einfach flute? Schauen wir uns mal den Keller an. Was, wenn ich den Schlauch nehme und den Keller fluten lasse? Nee. Ich brauche ja den Schlüssel. Ob ich sowas wie ein Magnet bekommen könnte, nur für den Schlüssel? Ich muss wahrscheinlich hier Freeman rausholen, damit er den Keller öffnet. Lilly hat einen ähnlichen Wortschatz wie der Ocarina of Time Link. Ja. Ender ist auch eine gute Seele. Just had a bad environment. Das stimmt. Hab ich hier was übersehen? Der Brunnen, ja? Lilly! Hilfe! Lilly hört.
hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Mhm. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ich meine, wir hören ihn doch. Kann ich die Hake nach unten reichen oder so? Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Summ, 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 summ. Ich weiß halt nicht, wie das perspektivisch ist, ob das direkt über dem Brunnen ist, aber ich bräuchte auf jeden Fall, denke ich, den Honig. Sandra, danke dir für 18 Monate Treue. Dankeschön. Bleib am Adel. Wie du meinst, du wirst Spiritfarer in einem Stream durchspielen. Junger Mann, du wirst heulen und wir mit dir. Das ist okay. Wisst ihr was? Ich bin kurz auf Toilette. Ich kehre zurück mit einer Lösung. Bin wieder da. Danke dir für 39 Monate treu. Dankeschön. Dankeschön. Bleib am Adel, wie geht's dir stets? Kollektives Weinen wie nach Leiden und die verlorene Zukunft, ja. Oh. Ich meine, wenn nicht das Ding im Brunnen fällt, aber wahrscheinlich. Oh. Ah, was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Did we kill him? Das? War das? Homozid? Haben wir Menschenleben auf dem Gewissen? Es waren die Bienen. Es waren die Bienen. Es war nicht ich. Es war nicht Lilly. Es waren die Bienen. Die Bienen waren's. Lilly ist eine Mörderin. Ah, ah. Ave war scheiße. Wir haben Ave noch nicht. Oh Gott. Bienis freuen sich. Aber er schreit nicht mehr, oder? Lilly! Doch, er schreit noch. Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Ich weiß jetzt, wie wir die Bienen... Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm... Wir können die Bienen jetzt verjagen, wahrscheinlich auch, wenn ich nur ein ganz bisschen Wasser da reinkriege. First step to world domination. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Oh. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das ist aber so ein Spruch, den ich raushauen würde. Oh. Ah, plötzlich will er Hilfe. Hat er schon die ganze Zeit gesagt, aber er lebt zumindest noch. Er ist immerhin noch eine Persönlichkeit. Hat schon jemand gesagt, dass sie Feder ist? Ja. Und die gleich oberen confirmed? Nein, 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 nein. Nimm die mal mit. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Okay. Hätte immer noch mehr Persönlichkeit als Lilly. Ich mag Lilly. Gebe zu, sie hat nicht viel Persönlichkeit, aber ich mag sie.
Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Gar nicht. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Ich glaube, Pauli will ihn umbringen. Oh, oh. Pauli, no. Der wäre jetzt ziemlich gut. Das stimmt, das stimmt. Immer öfter in letzter Zeit denke ich mir so, Gott, würde ich gerne mal irgendwie so ein bisschen VA-Arbeit oder so machen. Ich hätte da voll Lust drauf. Oh. But we just wanted to help him. Das ist wahr. Ja, die Termiten können wir jetzt loswerden, ne? Oh. Und mehr. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Oh nein. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Öffnen wir damit die Kellertür, weil sie die Kellertür auffressen? Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Den Reifen? Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Oh. Was ginget ihr euch so einen weg? Oh, we just wanted to help. Das ist wahr. Lilly hätte dem Baum gerne halb so... Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Warum? Ach so. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Ja. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Ah, nein, nicht! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Na, das geht auch. Trottel. Nothing happened. Here we go. Alles ganz ruhig und langsam. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. What? Und ich meinte noch, würden sie ihn einfach nur umbringen, indem sie ihn in den Brunnen fallen lassen. Und das habe ich ihm voll zugetraut. Das ist noch mal 10 Stufen weiter, als ich gedacht habe. Jetzt weiß ich, warum in Danganronpa immer das Blut pink ist. Gute Arbeit, ihr Kleinen. Macht ihr gut. Warte mal, da kann ich sehen. Wie es aussah, oh, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Solltest du hier lachen, Lilly? Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen.
Er ist tot. Hatten wir es nicht davon, dass Termiten organische Materie essen? Sieht dazu auch ein Mensch. Oh, he just left. Peacefully. I'm scared. Die Musik ist aus und der ist nur die ganze Zeit im gleichen Geräusch, ganz eifrig am Pinseln. Eieieiei. Was hat es mit den Gnomen auf sich? Diese Dinger, die du siehst, ja? Das sind, denke ich mal, Rippen. Oder Gerippe. Ja, genau das, Blubby. Also, du meinst generell, warum diese Gnome existieren? Ich dachte, einfach eine Idee. PG. Es gibt kein PG im Deutschen. Keine Ahnung, damit es nicht ab USK 16 ist, sondern 12 bleibt oder so, keine Ahnung. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Na, wir spielen ja nicht. Würdest denn den Zensurgnom gut spielen können? Das stimmt. Hey. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Lilly Sonne mischen, das ist wahr. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Okay. Was ist das für ein Spiel? Jenny, na, wie geht's, wie steht's? Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Gehen wir unsere Aufgabe erledigen, würde ich sagen. Doris klingt liebenswert, oder? Ich denke, es soll weder das durch die Kinderaugen erleben betonen und weil sie so brav und unschuldig ist. Also ja, das auch, das auch. Absolut. Gut, gut. Und bei dir? Ja, ja, bei mir auch. Edna, magst du Staufel? Yay! Du hast eine Schaufel. Yay! Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hätten die nicht Zweiten Weltkrieg gesagt, hätte ich auch gesagt, ist das eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg? Oh no. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Aber was ist mit nicht roher Gewalt, sondern präziser Gewalt? I guess. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Okay. Mag meine Gewalt gar gekocht? Ach so. Happy New Year's! Boom! Oh, da muss man mit Dynamit ran. Ach so. Das kommt wirklich aus einer Bombenfabrik. Das ist eine Bombe. I have all my fingers in knife goes chop chop. Nein, nein, nein. Nur wenn du einen Fehler gemacht hast und dafür gerade stehen musst, Wolf. Ja, dann gibt's die Beats mehr. Dann einfach zack. Na und? Dann waren es halt Weltraum-Nazis. Ich weiß, ich gehe einfach mal davon aus, das Spiel, weil es ein deutsches Spiel ist,
wird in Deutschland, dann haben wir selber nicht, also, Deutschland wurde nicht Bomben über Deutschland geworfen. That doesn't make sense, Felix. Darauf wollte ich hinaus. So wird das nichts. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms. Gibt's einen Schraubenschlüssel oder so? Are you sure? Wenn du mich so fragst, nein. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Sinn ergibt, dass man nicht über sein eigenes Land Bomben abwirft. Oh. Da macht sich Felix aus dem Staub. Er weiß vielleicht zu viel, Chat. Er weiß zu viel. Deinem ganz feinen Gefühl präzise und kontrolliert mit Dynamit reingehen. Ah. Komm, Edna hat doch Fußnägel. Die können alles. Stimmt, warum benutzt Edna nicht ihre magischen Fußnägel? Was macht man denn bei Bombentests? Das weiß ich nicht. Was macht man bei Bombentests? Ich habe legit keine Ahnung davon. Also, ich weiß, es gab Atombombentests im Pazifischen Ozean, vor allem im Bikini Atoll. Aber das war halt von den Amis und ich glaube in Sibirien von Russland, I think. Ja, weiß ich nicht. Bomben come back when you're a little richer. Das stimmt. Vielleicht können wir ja ins Kloster rein und dort jetzt, aber unsere Gartenarbeit, ist die jetzt erfüllt, seht ihr? Lilly durfte nicht ins Kloster, okay, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Bikini Bottom. Ich fing es nicht wieder an zu hageln. Bikini Bottom basiert aufs Bikini Atoll tatsächlich, Felix. Ich teste Bomben in einem abgesperrten Gebiet, das sowieso. Gehen wir nicht darauf ein, Puri, ja? Gehen wir nicht zu sehr darauf ein. Oh. Man lässt einen Farbenblinden Drähte zerschneiden. Ich meine, so funktioniert Farbenblindheit jetzt auch nicht ganz, ne? Farbenblindheit ist ein super interessantes Thema, Mask. Könnte ich dir nahelegen, dass du dich da ein bisschen leicht umschaust. Es ist nicht nur, dass Leute schwarz-weiß sehen. Es gibt viele, viele Arten von Farbenblindheit. Hier weiß ich nicht, ob ich da was finde, aber... Werkzeug. Kann ich vielleicht nicht einfach Dinge miteinander benutzen, um Werkzeug zu kreieren? Da gibt das Sinn. Eine Presslufthammer kann ich nicht benutzen. Heute musste Lilis Glückstag sein. So viele neue Spielzeuge hatte sie schon lange nicht mehr gefunden. Achso. Das gibt's, Felix. Manchmal werden ja auch immer echtes Footage von Explosionen im Bikini Atoll gezeigt. Genau, weil es halt... Ja, genau. Das ist aber so das Einzige, was ich weiß. Und ich denke, ich bin da irgendwie so... mein Sprungbrett müsste irgendwas mit SpongeBob gewesen sein in dem Bezug. Ja, denke ich. Keine Ahnung. Ich schaue mir viele YouTube-Videos an und lerne viel. Was im Baum eingeritzt ist? Können wir schauen. Edna plus Lilly. Oh. Falls ihr es nicht lesen könnt. Ich kann es lesen. Da steht Edna plus Lilly. Dude. Meistens in weiter Ferne des Testgeländes ein Militärschiff zur Beobachtung der Auswirkungen. Ich meine, das ergibt natürlich Sinn, ne? Mein Vater ist farbenblind und wenn bei zwei Farben nur die gleichen Wellenlängenbereiche wahrgenommen werden, sehen zwei sehr unterschiedliche Farben für ihn gleich aus. Ich weiß nicht, was für eine Art er hat, aber ihr kennt das vielleicht mit dieser Rot-Grün-Schwäche. Das ist auch eine Farbenblindheit. Würde mal sagen, es ist die leichteste Form von Farbenblindheit. Aber Leute können dann Rot und Grün, wenn sie nebeneinander sind, nicht unterscheiden. Gleich aus für die. Bei uns im Biokurs hat einer mal rausgefunden, dass er farbenblind ist, als wir das Thema durchgenommen haben. Ah, interesting. I wanna be friends with Edna. Oh. Ob ich vielleicht noch was mit dem Reifen machen könnte? Lilly wollte nur allzu gerne auf der Folge. Darum... Zumindest halt offenbar. Eieiei. Ja. Ich habe jetzt keine Idee, wie ich an Werkzeug kommen soll. Vielleicht soll ich den nicht darauf anwenden, sondern den Edna geben? Edna, willst du den Presslufthammer benutzen? Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Oh, oh. Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Was muss doch damit Lilly gemacht werden? Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht.
Das ist ein Joke, den ich im Kopf behalten sollte, dass ich Luft, gepresste Luft oder so hämmer. Ja, fast jede Farbenblindheit ist so eine Schwäche. Liegt daran, dass eine Art Zäpfchen im Auge fehlt. War das nicht was an der Retina? Oder Retina? ganz hinterm Auge, wo dann diese Rezeptoren sind, die Licht aufnehmen und dann ins Gehirn lenken. Und dein Gehirn interpretiert dann die Wellenlängen des Lichts. Weiß nicht, sowas. Irgendwie sowas. Generell können Frauen ein wenig mehr Farben wahrnehmen. Was? Mein Stiefvater kann Farben nicht erkennen und hat dadurch seine Wohnung in einem hellen Pink gestrichen statt Grau, wie er es wollte. Ja? Klingt halt eher nach einem Joke, den man bezüglich Farbenblindheit erzählen würde. Ah doch, dann ist es da, genau. Seht ihr? Ich hab aufgepasst irgendwo bei YouTube-Videos. Was man doch nicht alles lernen kann, ne? Keller habe ich aber auch nichts mehr. Kann ich die Zahnbürste benutzen? Nee. Ob ich vielleicht jetzt die Konservendose vielleicht gebrauchen könnte? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste... Woody the Brain. Nee, ich habe keine Allgemeinbild. Ach ja, Fully mal wieder hat keine Allgemein... Ja, genau, Mom. Ja, auf der Netzhaut sind Stäbchen und Zäpfchen. Und diese Stäbchen sind für Nachtsehen und hell-dunkel zuständig. Zäpfchen sind für Farbsehen. Und man hat drei Arten auf unterschiedliche Wellenlängenbereiche. Unterschiedlich sensibel reagieren. Ah. Es gibt die totale Farbenblindheit, wo man nur Graustufen unterscheiden kann. Und die Rot-Grün-Schwäche, welche oft fälschlicherweise gleichgesetzt wird. Genau darauf wollte ich hinaus, Mask. Gibt auch noch Zwischendinge, wo du eher nur bläuliche Töne, glaube ich, dann eher so Orangetöne und sowas nur sehen kannst. Ich glaube, viele Leute, die farbenblind sind im Sinne von Rot-Grün, die sehen Rot und Grün beide als ein Braun eher. Glaube ich. Was halt lustig ist, weil Braun Orangeton wiederum ist. Ihr was vergessen oder nicht mitgenommen? Ich glaube nicht, ne? Gott, das ist so morbid. Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Ich bin immer noch am Pinseln. Und doch, Fully, wenn du eine Farbe gar nicht sehen kannst und nur diese Wellenlänge in einer Farbe drin ist, dann sieht das grau aus. Achso, das meinte ich gar nicht. Mein ganzer Punkt war, die meisten Leute, die farbenblind sind, die sehen nicht nur das Graue, das ist ein ganz kleiner Teil davon. Und das ist das, was man immer denkt, wenn man Farbenblindheit hört. Aber gibt es zu viele verschiedene Arten und Dinge und sowas, ja, in Bezug auf Farbenblindheit. Darauf wollte ich ja hinaus. Es ist nicht nur gleich, oh, du siehst gar keine Farben mehr. Habe ich vielleicht nicht gut genug ausgedrückt. Lilly und Doris haben, by the way, dieselbe Sprecherin. Oh. Das ist eine true story. Ah, okay. In der Realschule hatten wir einen Violetter, welche auf Lehrpläne pfiff und meist einfach aktuelle Themen behandelte. Was? Kann ich ihn begraben? Keine Ahnung. Ich glaube, Lilly nimmt ihn ja nicht als tot Lilly wahr. Lilly hätte dem Gnom gerne, nö, aber sie... Lilly durfte hoffentlich... Hey. Geh vielleicht jetzt da was an? Einfach mal testen. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ja, genau. Es gibt. Mein ganzer Punkt war, Flo, es gibt so viele verschiedene Arten davon. Hunde sehen nicht schwarz-weiß, sondern ähnlich wie Menschen Rot-Grün-Schwäche, was bei Sicht im Dunkeln hilft. Nicht nur das, ich glaube, genau die haben eher das Ding, dass sie sehr viel. Gelb- und Orangetöne und ich glaube sowas sehen, irgendwie sowas? Ich glaube irgendwie in der Richtung. Wenn man schaut, was wissenschaftlich korrekt wäre, wie ein Hund sieht, das ist recht interessant. Ich glaube Katzen sehen auch ein bisschen Sepiafarben oder so, ein bisschen mehr bläulicher oder so als wir, aber die sehen auch Farben. Viele Tiere sehen Farben. That's why dogs don't like red toys as much. Huh? Gelb und bläulich. Ja, genau. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber Edna war Lillys beste Freundin.
Freundin. Yay. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Ja, das hatten wir schon. Aber Edna, was machen wir denn? Das Wollknäuel, das wird's jetzt sein. So wird das nichts. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms. Aber... Lilly durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Oh, dann soll die Sachen aber auch nicht kaputt machen. My dog loves his red toys. Ich meine, das ist ja so eher auf Allgemeinheit gelegt, ne? Hey Johannes, es geht. Schönen guten Abend. Hallöle, meine Kinderheimfreunde. Alles gut bei dir? Wie krass habe ich hier meine Flasche zugedreht. Aber ich habe letztens was auch wieder über Kohlensäure gelernt. Scheinbar, wenn man schüttelt, ist nicht mehr Druck in der Flasche als vorher. Der Druck ist immer gleich. Der Druck ist einfach immer gleich. Das ist super interesting. Ah ja. Ihr kennt das vielleicht mit den Dosen, mit dem Klopfen. Aber an Rändern klopfen, wenn ihr eine Flasche mal geschüttelt habt, hilft genauso, damit das dann auf einmal nicht alles überall hin sprüht. Who would have thunken? Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen ausspreche. Kreisner? Ich habe keine Ahnung. Sofnik, danke dir für 25 Monate treu. Dankeschön, bleib im Adel. Ich vergebe dir. Alles gut bei dir, aber... Jo, Pop, kam bis das neue GTA 5 Update mit ein paar Freunden gespielt. Damn, GTA 5. Das ist ein Spiel. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor und Termin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Aber... Was übersehe ich hier gerade so massiv? Ja gut, die Farbe ist nur der Aspekt, den sie entscheiden lässt, ob sie das Spielzeug mögen oder nicht. So. Das war ein Malte-Spiel GTA 5? Ja, ja, ja. Absolut. Ach, man kann die Widmung Edna sehen. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Ich meine, Luftpumpen ist eine Sache, ja. Mit der Luftpumpe, Presslufthammer, aber weiß ich inwiefern? Es war hoffnungslos. Die nee. Reifenschaukel hing in so un... Ich weiß halt... Schaufel habe ich auch schon benutzt, oder? Nicht mich, die Schatztruhe. Hä? Ach doch! Yippie, du hast okay. es geschafft. Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja. Wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Dieses Gehör schon wieder. Oh. Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Explodieren ist nicht gut. Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Okay. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. Oh, ich hasse das übrigens. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Oh nein.
Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Oh nein. So viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly. Es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Okay. Who is it? Who could that be? Nicht der Nachttisch. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Oh. Jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpy schon wieder ist? Dummes Kind. Was ist denn los mit dir? It's the Mario Plan. Das ist Katzenfutter. Sie will mich umbringen, Chad. Sie will mich fucking umbringen. Sie macht nicht nur Fehler, ja? Aber hey, trotzdem frei. Zum Reflektieren. It's the Mario Plan. Und ja, Mario Party ist damit auch frei, richtig. Das ist etwa eine Piranha-Pflanze aus dem Hit-Game Super Mario 64. Die Piranha-Pflanze gibt's seit Mario Bros. shit. Was ist das? Quittungsspieß. Oh, ich hab Angst. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Eine Katze. Zuerst mal nie bei Katzen. Was ein deutsches Objekt? Ein Quittungsspieß. Oh, das ist die Piranha-Pflanze aus dem Hitgame Super Smash Bros. Ultimate. Genau. Die Pflanze bellt nur, sie beißt gar nicht und außerdem Vegetarier, was sie in ihrer Sichtweise wieder zum Fleischesser macht. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Er hat Hunger. Oh nein, ich hoffe nicht, dass Lumpy das Futter der Pflanze wird. I'm scared. Ich habe einen Presslufthammer. Ha, interessant, dass ich den mitgenommen habe. Vielleicht brauche ich den halt noch gar nicht. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Mir tut halt Lilly aber auch irgendwie echt leid, ne? Diese Venusfliegenfalle ist aber groß geworden, das ist wahr. Mario Party with Fun. Oh. Ich war mir irgendwie sicher, ich komme da nicht ran. Das geht doch gar nicht. Die Pflanze steht doch offensichtlich im Weg. Okay. Gute Nacht, Chichio. Schlaf gut. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpy kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpys Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Der überhaupt noch operieren darf. Lilly mein Praktizieren. Fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du, oh, oh. Hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen.
Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Versteckt. Ich mag den nicht. Ah. Also ist das Ende dort, wo man Harvey aufgibt, das Canon-Ende. Für den Teil, denke ich mal. Das Hochbett sieht so comfy aus. Es sieht eigentlich echt nicht schlecht aus, ne? Weiß nicht. Wahrscheinlich ist das doch ganz cool, so eine Atmosphäre zu haben, wo du wie so eine kleine Höhle da hast, wo du drin schläfst. Lili ist halt, richtig, endlich erkennt es mal, wer Gumbo... Was? Garrett? Hm. Oh. I messed up. Alles Lily gut. Lily hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lily nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Mr. Tentakel hat das ganze Talent. Oh. Murmeln. Oh oh. Oh oh. Murmeln. Wie kommt man eigentlich in das obere Bett rein, so ohne Leiter? Okay. Lilly ist das ein bisschen schwierig. Sie kann sich da drauf stellen und ich würde mal fast schätzen, sie kann dann da hoch, müsste sich aber hochziehen. Edna aber könnte wahrscheinlich sehr easy da hochgehen und fertig ist es. Denke ich mal. Oder ansonsten steigt man kurz mal hier ein bisschen auf die Regalstufen und klettert rüber. Man ist bei sowas erfinderisch. Das haut schon hin oder man nimmt den Hocker. Das geht schon. Ich wäre farbig, wenn ein bisschen von ich wäre farbig, wenn ein bisschen von Meister Thaddeus Talent auf mich abfroht. Oh. Klimmzüge, yeah. Ich habe erstmal Sasuke gelesen. Ich war so, was für Sasuke. Ja, Suka und Shai. Oh. Shibuya Power! Shibuya Power! Ich war nicht so weit davon entfernt. Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Shing! Shing! Ich war gar nicht mal so falsch. Oh Gott, nein, it's the weeps. Oh, scheiße. Always those weeps, am I right? We found them. That's the alternative scene there. Shibuya, Haarnadel. Oh, was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki no Roshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Sure. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi-Glitzerschein! Mystische Gestalt des Wolfes! Mystische Gestalt des Wolfes! Kamanukri! Shing! Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht absiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule nein, zerstören? Nein. Das Final Fantasy 14. Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayuso Sprengzonen im Lehrerzimmer. Als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Nein. Shibuya ist cool. Miyoroshi Glitzerschein.
Warum sind sie so fixiert auf Shibuya? Haben die Persona 5 gespielt? Oh, Lily hat schon Leute getötet. Nein. I save Shibuya and become composer. Say that slow. You're out of a vector. Ja, genau. Harvey hat von Persona 5 geklappt. Oh Gott. Those weeps. Was haben die mir da gerade überhaupt erzählt? die beiden waren niemals nicht time-relevant. Sind deine durchschnittlichen Sonntagsstream-Zuschauer? Das stimmt. Ist dir was auch viel lustiger ist für Leute, die es nicht wissen, ja? Wegen Kriegerin des Lichts. Der Main-Character Final Fantasy XIV wird Warrior of Light genannt. I really found that funny, no. Es ist ziemlich generisch, aber ich fand das ziemlich lustig gerade. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Oh. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Oh, oh, oh. Miyurushi Glitzerschein! Oh. Shing! Shing! Shit, wie nannte man die? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lily. Wie nannte man denn den Stil nochmal? Ich habe damals in meiner Szene-Zeit selber Leute gekannt und gesehen, die ganz viele Haarspangen getragen haben. Das war auch so ein Shibuya, nein, nicht Harajuku, glaube ich. Ich glaube nicht. Das hieß irgendwie anders. Die haben hauptsächlich viel Pastellfarben getragen, manchmal Pflaster, Sticker im Gesicht oder so gehabt und ganz viele Haarspangen, dafür waren die bekannt. Bunte Haare auf jeden Fall und nein, auch nicht Lolita. Ganz viele Haarspangen, das war so ein Trademark davon. Ich habe den Namen vergessen. Das war eine recht kleine Gruppe und ein kurzer Zeitraum, wo irgendwie dieser Stil populär war. Der war nicht so lang populär. Ich habe keine Ahnung, wie das hieß, aber daran erinnert mich das gerade. Könnte vielleicht sogar die Zeit gewesen sein. Yume Kawaii? Warte. Die Popularen? Ich glaube nicht. Es geht so ein bisschen in die Richtung, aber nee. Nein, Gyaru nicht, dude. Gyaru ist was ganz anderes. Gyaru ist ganz anders. Ne, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das war irgendwas mit D oder so, aber ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall daran erinnert es mich, vor allem wegen der Haarspange, weil die wichtig ist. To be honest, die 100 Haarspangen sind schon sick looking in their own way. Es sah ganz cool aus. Ja, oh mein Gott. Ja. Martiana, du hast vollkommen recht. Dekorake, das war's. Es gab Visual Key und es gab Dekorake oder Dekoraki oder so. Ja. Holy shit. Den Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Daran hat es mich erinnert. Okay, ich weiß nicht, warum die Haarnadel, aber... Riecht mit euch immer gleich an? Suka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lily wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Suka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lily es in letzter Sekunde bleiben lassen. Imagine the fun putting them all in little by little. Piece of art every day. Ich hab mal überlegt. Ich habe nämlich eine Zeit lang einen Pony getragen, wo ich meine Haare sehr nach vorne getragen hatte. So, ja. Und ich habe zum Beispiel hier und hier so Seitenwirbel. Aber ich kann die auch so nach vorne kämmen, dass hier eine kleine Hairline quasi ist, aber die gehen dann alle nach vorne. Da hatte ich überlegt, dass ich für eine Seite, damit ich was sehen kann, mir da auch ein paar Haarspangen reinhauen kann. Aber ich habe das dann im Endeffekt nie gemacht. Aber das war mal ein Gedanke, den ich hatte. Guck mal, Fully Weep-Mädchen. Was ist das mit dem Meth-Brötchen? Hast gerade gegoogelt um WTF? Sieht interessant aus, oder? Warte mal, kann ich euch, ja, warte mal, ich kann euch bestimmt Bilder zeigen. Das ist natürlich Internet-Stuff, also es ist Overkill. As fuck. Aber
Ich habe Leute gesehen, die nicht ganz übertrieben, aber recht nah dran waren. Warte mal. Daran hat mich das erinnert, auch wenn sie nur eine Haarspange trägt. Seid ihr bereit dafür? Seid ihr nicht bereit dafür? Seht ihr? Es sind so viele Farben! So many colors! Aber ja, ihr seht hier auch zum Beispiel einen Haufen Haarspangen überall. Und ja, Pflaster und Accessoires auch im Gesicht. Hat halt viel mit Accessoires zu tun. Pretty bunt. Double Rainbow, what does it mean? Oh, warte mal. Erinnert sich irgendjemand noch an, wie heißt sie? Yaru Panyu Panyu oder so? Irgendwie so? Die sah auch so ähnlich aus. Mit dem, ich kenne nur den Song noch mit Pom Pom Pom. Vielleicht habt ihr, ihr habt bestimmt schon mal das Video oder den Song gehört. Ich kann ihn euch leider nicht zeigen oder machen, das müsst ihr selber googeln. Aber das war, glaube ich, auch so ungefähr die Zeit. Das ist auch schon alt. Stimmt? Ja. Ja doch, Chiaro Panyu Panyu war es, ne? Ja, ja, ja. Überhaupt noch Musik? Bestimmt. Hallo? Ich mag ihn nicht. Aha, da war Garrett ja schon. Ach, Lilly das ist Garrett. Beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Bei Followers, Primes und Viewers on. Ach so, ich kann. Ding. Siehst du aus, als ob ich Geld habe? Ach ja, ich habe Murmeln. Schurabauken? Hm. Saal, Klosterflur, Treppen. Das, daher kamen wir, ne? Ja. Islinger-Alarm. Wiu, wiu. Gargoyles finde ich schon recht interesting. Die Schuluhr war außer Reichweite. Ich mag das letzte Abendmahl da an der Wand. Warte. Was? Mal schauen, das habe ich nicht gesehen. Oh, du hast recht. Das ist lustig nachgemalt. Yo, Chicago, hallo Fudi und Chat. Yo, das habe ich gesehen. Wir wollen keine Staubsauger kaufen. Ich habe nicht mal ein Zuhause. Sehe ich nicht, aber alles gut bei dir. Bin ich ein Papagei? Manchmal schon. Manchmal weiß ich auch nicht, warum ich das tiefe Bedürfnis verspüre, ab und zu einfach Geräusche und Sätze nachzusagen. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Nein, nicht fallen! Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Oh, nicht aufgeben, bleib dran! Jedes bisschen zählt. Okay, ganz kurz, hab gerade die Japano-Serie von Cold Mirror gegoogelt und da ist doch safe was von anderen inspiriert. Was auch immer zuerst da war. Keine Ahnung. Wartungsklappe. Versammlung. Ja, komm, bleib bei uns! Ach so! Sie ist da oben! Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Irgendwas werde ich da noch tun mit. Ich werde da noch irgendwie rankommen. Bisschen abhängen? Hier. aber jemand wollte, dass wir die Primes und Follower kaufen. Kann kein Englisch, von daher dachte ich, die Staubsauger verkaufen. Ah. Der Muskete, okay. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein,
Aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger... Wer glaubt, ist älter? Er oder Seefried? Feder. Mit dem wäre ich gerne Pfadfindern gegangen. Ja, wie gesagt, mein Englisch ist not the... Stop this! Oh. Dachte, er wäre eine Leiche. Ich dachte auch erstmal sowas. Meerschweinchenglas? Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Oh. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Oh. Oh, okay. Irgendjemand hat das Tier es versucht. Das ist ein Bernstein. Denke ich da zu viel rein? Ist das ein Bär in einem Stein? Deswegen ist es ein Bernstein. Ist das der Joke? So ein kleiner, komplett unnötiger Visual Joke da, vermutlich. Ich sehe es nun auch so nicht anders. Oh. Regalplatz Nummer 2. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Oh. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst, ja. Bernstein. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfind. Okay. Pfadfindertruhe und die Muskete, ne? Ja, komm. Der alte Greis. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Ha? Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Ich glaube, Opi geht's nicht mehr so gut. Meine peruanischen Bernsteinminen. Ja. Oh. Nee, noch eine Cola dazu. Cola? Um 17 nach 0? Das geht ja nicht. Obelix, ich habe keine Ahnung vom Spiel. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Das ich war die Seefried. Auspeitscher an der Nordseite. Ja, ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter 3 verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Ach. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Kann jemand Seefried da runterholen? Fiddler. Schieberätsel von die Lauf. Oh shit, ich geh. Was ist jetzt hier? Klingt mir teilweise plausibler als die Themen meiner Uni. Werde nicht lügen. Oh Gott, komm mir nicht mit Uni an. Warte mal, hatte nicht mehr aus dem Chat Geburtstag? Jetzt? Wem darf man gratulieren? Wie meinst du, Melanie? Ich habe keine Ahnung. Oh.
Was er uns erzählt, klingt mit... nee, das habe ich gerade gelesen. Na, es wird allerdings nachschauen müssen. Morgen früh raus. Haust du rein dann. Wenigstens ist er jetzt wach. Also, Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Ja, das ist wahr. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Happy Birthday, Mama Smiley. Ich bin Fan seiner Füße. Ah, okay, Puri. I'm not judging. Oh. King? Was ist mit mehr Geschichte? Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen... Ist ja was anderes? Erzählen können will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang... Ja. Ich muss zum Oder... Du frisst ja wirklich die ganze Zeit, Fisherman. Ja. Aber es ist halt... Keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, es tut meiner Stimme irgendwie gut. War angenehm, wenn ich einen frischen, minzigen Mund habe, dann zu reden. I don't know. Irgendwie, ich war... I judge me too. Yeah. Ich war einfach so, als hätte Fully das nicht vorgelesen und selber gesagt. They do be good though, for my headcanon. Ins Klassenzimmer. Oh, Klassenzimmer? Mir gefallen, dass die Beine gefühlt einen Meter lang sind. Ich habe eins gelernt in Beinen. Du hast zwei Möglichkeiten, wie du Beine zeichnest, sodass die noch gerade irgendwie anatomisch korrekt aussehen. Auch bei Cartoons, ja. Und zwar entweder du machst die Beine so groß wie der Oberkörper, wie bei ihr. Ihr Hals ist so lang mit dem Kopf. Aber, je nachdem, wie groß du eine Figur machst, kannst du zum Beispiel auch Beine so lang machen, wie der gesamte restliche Körper mit Kopf. Es kann dann unter Umständen auch noch richtig aussehen. Einfach sehr lange Beine, sowas geht. Aber, da sieht man wieder, wie Cartoons sich trotzdem an Regeln halten, ne? Hier bei ihr ist das dann nämlich ja wirklich so. Guter Tipp. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Oh, nur no. Die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Adlermodell. Die Birgit, na? Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im okay. Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Oh. Das ist Petra. Armin, bei mir kommt bei mir hin. Mein Oberkörper ist L, aber meine Arme und Beine mindestens XL. Sieht interessant aus, weil ich Kleider trage, damit ich kein Hochwasser habe. Verstehe nicht, was du mir da gerade gesagt hast, aber ich glaube, ich habe die Essenz verstanden, was du mir sagen wolltest. Ah, Fully, sind das die zuckerfreien Fischermen? Sind zuckerfrei, I think. Ja, da steht nichts mit Zucker drauf. Wieso? Ansonsten wäre das viel Zucker, was ich mir reinhaue, oder was willst du mir sagen? Es gibt welche mit Zucker. Grad. Warte mal, davon mehrwertige Alkohole? 90 Gramm? Wait, what?
Was soll das denn bitte bedeuten? Nein, da ist kein Alkohol drin, oder? Das würde mich sonst sehr wundern. Nee, das würde ich ja merken, Fiddler. Aber das wundert mich gerade schon ein bisschen. Ja, pass auf deinen Konsum auf, die können abführend wirken. Oh, okay. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ach ja. Fehlendes Banner. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt. Jetzt ist sie futsch. Danke. Ja. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Boah, ich kann dir gar nicht richtig zuhören, ne? Sie erzählt so viel, aber... Ich meine, ich sehe das... Sie mir etwas sagt, aber ich höre nichts. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es kommt nicht bei mir an. Diese Worte sind... Ich weiß nicht, wo die hingehen, aber es ist so bla bla bla. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Wenn wir mehr Informationen geben als erfordert, so bekommt man extra Punkte. Ich hoffe, Birgit hat auch noch einen Unfall wie Freeman. Gott. Jesus. So sollte man Leute nicht wünschen. Ich kann mir vorstellen, wieso sie beruhigende Tee trinkt. Bei Lilly, der Göre, wird das nötig. Hey, 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 hey. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, so? Das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Genau, man sollte sich eher wünschen, dass der Bart von Fuddy einen Unfall leidet. Was? Warum? Ich mein Bart. Ich mag, wie man Lilly einfach ins Herz schließt, obwohl sie wortwörtlich nichts sagt und tut. Echt so, ne? Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Nein, hat sie nicht gesagt. Doch keiner funny, wenn ich ehrlich bin. Das ist Fully. Nein. Lass das. Das brauche ich als Vorlage. Tiger Lemon, danke dir für 10 Bits. Lass das! Hör jetzt auf! Lass es sein! Ich weiß nicht wieso, aber ich find das super lustig. Und Johnny ist so einer der Leute, die diese Art irgendwie von mir fühlt. Die war auf einer Waldorfschule, ich fühle das. Hey, 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 was soll das heißen? Ich war auch auf einer Waldorfschule, okay? Wenn Fully und Johnny in dem LP streiten. Wir streiten in dem LP? Wann haben wir das je gemacht? Genau das. Übrigens, man braucht kein Talent. Es geht nicht ums Talent. Es geht um die Leidenschaft und die Übung. Na, Marvada, schönen guten Abend. Ja, streiten, halt, Laster. Ach so, nee, das ist einfach nur, ich mache mich über das Lasters lustig. Und der dann auch so, lass das sein. Wir beide finden einfach nur dieses, lass das, hör jetzt auf, irgendwie lustig.
Und ich habe das Gefühl, Johnny ist so der Einzige, der das genauso irgendwie fühlt wie ich. Mit dem ja, irgendwas daran ist funny. Eure Diskussion war von manchen Leuten als Streiten aufgefasst. Eieiei. Wir streiten aber eigentlich nie. Das sind Hasenohren. Sie ist zugedreht. Da sind dann die Öhrchen. You see this? That's the mouse. Oh, ich muss mich so drehen, damit ich das im OBS richtig sehen kann, wie ich mich gerade bewege. Da der Kronleuchter was. Baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Sagen die nicht. Oh. Wen haben wir denn da? Grusel-Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Hey, wow. Ich würde gerade sagen, er ist wenigstens so vernünftig. Sie ist ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Mann... traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberen. Was soll das denn? Das behalte ich wohl vorerst. Bitte nicht auch. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Salbrig. Oh. Lilly hat heute doch nur eine Person auf dem Gewissen. Ja, aber nein, aber ja, aber, nein, nicht wirklich, aber schon, aber nein. Aber Edna hat auch jemanden umgebracht, okay? dann zählt das gleich. Oder? Ja, warte mal, das Canon-Ending ist ja da, wo sie ihn nicht getötet hat. Doch, okay. Kapelle, Brunnen, Kantine. Wir müssen eh zur Kantine. Die Boys waren so... Njup. Oh oh. Warte mal! Oberin Ignaz. Was soll die Scheiße? Du bist hier, du könntest das Rezept abgeben und du schickst mich los! Was ist denn dein Scheißproblem? Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ja. Ey, nur 16 in der Final Fantasy 14 Warteschleife. Denkst du, super viele Leute sind da? Obwohl ich muss sagen, ich hatte mir heute Morgen, war ich beim Endboss. Um 5 Uhr morgens rum. Und ich habe mir Sorgen gemacht, ob niemand in der Queue ist. Wollt ihr raten, wie lange ich warten musste heute für den Endboss in Endbringers? Um 5 Uhr morgens. 5 Minuten? Ja, du hast recht. Ich war selber sehr überrascht. Ich war so, wir sind ja nur Leute, Mann. And bring us and walk. Oh. Muss man jetzt jemanden umbringen, um Gumbo zu sein? Ah, Pauli sagt voll um Gumbo. Also ja. Beide Enden sind nicht ganz richtig, sonst wäre Edna auch Alfredine. Ach ja, da war was. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Oh. So lange habe ich auch um 8 Uhr morgens gebraucht. Oh. Hey, Doris. Gut siehst du aus. Was war das? Du frecher Mistkäfer. Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na,
Wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Einweggläser? Where the face? Ich warte gerade auf ein Fame mit 500 plus Leuten. Es sind definitiv genug Leute da. Spielst du nicht auf dem gleichen Server wie ich? Was, ein 55 plus Leute Fade? 500 plus scheinbar. Aber, gibt große Fades mit großen Bossen und so. Du hast auch manchmal so Reihen an Fades, die du triggern kannst. Machst ein paar hintereinander und dann kommt ein großer Boss und du kriegst ein paar Materialien und dann kriegst du einen Mount dafür oder so, wenn du genug gesammelt hast. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Wie funktioniert das dann? Ist das dann zusätzlich zu einem Job, den sie auch macht? Oder wohnt sie hier und führt für 10 Jahre hier diesen Job aus? Weil wenn ja, dann kann man wenigstens so sagen, hey, du hast für 10 Jahre einen Job, der dir Unterkunft bringt, ne? Muss immer nicht doppelschichtig arbeiten. Sie klingt wie Goal irgendwie. Was? Was? She's every girl anime character, just cute, bangs and boobs. Yeah, true. Reden wir über Doris? Oh. Ja, tut sie. Okay. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberin noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Ja. Messer, Ofen läuft noch nicht, kein Rezept. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Boah, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Oh. Ich weiß, was man damit machen kann. The amount I read copium in the last 3 hours because the boss won't spawn is insane. Den Mount gibt's denn überhaupt Zwiebeln? Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Kein Rezept? Tja, da hast du ja wohl auch nichts verloren. Damit kann man eine Menge machen. Einweggläser, was soll das sein? Jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Wisst ihr, an wem mich die Stimme tatsächlich ein bisschen erinnert? Ich weiß nicht, ob das überraschend klingt. Es ist die Art und Weise, wie sie redet. Es klingt ein bisschen nach Cold Mirror. Ist sie nicht? Also bevor ihr sagt, oh, das ist sie nicht, Fully. Ja, ja, ja. Aber die Art, die Sprechart, wie soll man sagen, die persönliche Note, wie man Worte ausspricht, erinnert mich irgendwie ziemlich dran. Ja, ich höre es raus. Okay, okay, dann bin ich nicht alleine damit. Du... Bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Es ist sogar die Betonung. Faszinierend. Es ist tatsächlich dieselbe Sprecherin wie Lilly. Ja, das hat mir Marv vorhin erzählt. Kokosnüsse? Das sind Bananen. So, da hinten sind Kokosnüsse. Bananen. Yeah. Aber warte mal. Ich habe ein Glas mit einem Meerschweinchen. Ah, der ist jetzt das. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Hab ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen.
Danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Das ging ja hier ziemlich gut, Zwiebel. Ich weiß noch nicht, wie kann man in dem Gebiet rumlaufen? Und nicht, also wie kann man da normal spielen? Es geht doch gar nicht, ja. Man muss doch irgendwie seine Tränen zurückhalten. Nerola, danke dir für 32 Monate treue Hochadel. Wie geht's dir? Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, Ding Dong. Okay, wir haben Glas mit Alkohol und Meerschweinchen und eine Banane und Murmeln. Wir haben ganz schön viele Sachen. Kann ich auch eine Kokosnuss mitnehmen? Besonders wegen dem Track. Jo, Sabrina, danke dir für 37 Monate treu. Dankeschön, bleib auch du beim Adel. Alles gut bei dir, lange nicht gesehen. Aber die Gronk LPs als Zeiteinheit, wie weit wäre ich dann? Will auch mitnehmen? Da fehlt das Banner. Das ist ja das, was die eine macht, ne? So. Aber weiter nach links kann ich nicht. Das mit den Äpfeln ist ganz schön gemein, wenn sie relevant werden. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Ich muss mal einen Beruhigungstee trinken, wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst. Erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Natürlich sehe ich, dass Selbstbeherrschung fehlt. Denkst du, ich bin blind? Das finde ich lustig. 638, oh, ist das Spiel nicht so lang. Da bin ich ja ganz gut dabei. Ja, wird wieder besser langsam. Das freut mich zu hören. Warte, ist Meerschweinchen bei einem Alkohol eingelegt? Geh davon aus. Ich finde es immer wieder gut, dass ich damals mit 3 Jahren, 3 Jahre bevor das Spiel gab, einen imaginären blauen Hasen namens Harvey als Freund hatte. Oh, Icy, wie geht's dir? Mit den Highlights ist das erste, was im Tutorial beigebracht wird. Mit dem Highlighten. So, das hier. Achso, ja. Kann aber trotzdem, glaube ich, easy passieren, dass man das vielleicht da nicht sieht. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Es läuft alles, das freut mich zu hören, Nerola. Okay, wir können zur Kapelle. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Das ist Frank. Steinplatten. Alterung. Beistuhl. Kreuz. Was haben wir denn hier? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Tut mir leid. Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Lüften? Ich habe einen Presslufthammer. Wo ist Garrett? Warte mal. Ist das nur ungünstig gezeichnet oder hat Garrett Zähne dort? Ich weiß gar nicht, ob ihr das wahrnehmen könnt. Ich werde es irgendwann noch... Nee, ich glaube, das ist sein Hals, ne? Und dann geht es ja hier hinten weiter. Aber ja, das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Kirchenverschwörung, Bodenplatten.
Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Nein! Dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelritter-Symbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn Schreibt sich das jemand auf? Wenn ich ein Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlaffittchen, falls es sich um eine mit Schlaffittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ah, echt? Nein, Sabrina. Bin dabei. Es macht mich happy, sowas zu hören. Oh, if I have to murder to get them. Schlaffittchen, ja, das ist ein schönes Wort. Was genau ist das Schlaffittchen? Ich weiß, was es heißt zu sagen, oh, ich hab dich beim Schlaffittchen, ja. Ich meine, keine Ahnung, Mutter, würde man sagen, ich hab dich an den Eiern oder so. Aber was bedeutet, was ist das Schlaffittchen tatsächlich? Darum geht's mir gerade. Das ist doch tatsächlich irgendwas. Vielleicht an Kleidung oder so, ne? Der Kragen, okay. Ich war mir unsicher. Kragen, Nacken. Alles klar. Ist das nicht sowas wie der Kranken? Ich war mir unsicher. Damit ist das ja geklärt. Die Kirchenverschwörung ist was? Es tut mir leid, Lilly. Aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Aha. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Oder du gehst einfach nur. Wo ist Garrett? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Gute Nacht, Mask. Was soll das eigentlich immer? Glaube der Nacken. Gart der 17. Oder keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Gart? Gad? Willkommen im Stream. Entweder du packst deine Sachen und gehst, oder du packst deine Sachen und fährst. Oder du gehst einfach, ja? Wer ist Frank überhaupt? Okay. ja, der Presslufthammer dann, ne? Oh, die Musik. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlaffittchen. Naja. Ich fange erst mal an. Oh! Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey! Frank! Frank! Ach, was soll's. Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen zum alten Mann rüber und fragen ihn nach den Tempelrittern, um ihnen zu sagen, wo genau er bohren muss. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Oh. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Ist das Spiel eine Fortsetzung von Edna bricht aus? Ja. Okay, ich schließe mich mal den Leuten an, die gehen. Wünsche Chat noch eine gute Nacht und vor dir einen schönen Stream. Haust du rein, King. Mach's gut. Klar, gut. Da war, ja, Felix. Leg mich auch schon mal hin. Alles klar, Flo. Schlaf du auch gut, ja. Wir machen auch nicht mehr lange, Guys. Fuck, wie war das nochmal da oben, ne? Oh, Kapu. Lilly.
Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genauso wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Oh. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Was ist los, Felix? Was machst du hier mit Vior, Korn? Kapurigi? Ja. Ich vertraue ihm nicht. Wir sind doch erst 3 Stunden in. Aber Wolfo. Es wird ja weitergehen. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh oh. Willst du mehr Schweinchen? Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ist halt echt eigentlich nett. Ja, trotzdem Felix. Kein Viewer-Call. Would you can join the waiting for the fate? Ich hoffe, das wird es. Ja klar wird es weitergehen, keine Sorge. Morgen wahrscheinlich nicht. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich ab und zu Abendstreams machen und abwechseln. Also nicht direkt mal so, mal so. Aber dann manche Spiele setze ich vielleicht hinten dran. Sowas wie SMT5 werde ich wahrscheinlich immer wieder hinten dran packen und dann gucken. Sorry, alles gut. Da hinten dran packen und dann zum Beispiel Samstag kann man dann wieder einen Abendstream machen. Dann machen wir das so, ne? Manche Spiele kann man besser unterbrechen für einen Abendstream. Bei anderen kann man eher so, keine Ahnung, was im Nachhinein machen. Bisschen wechseln. Yeah, ich kann momentan eh nicht schlafen, das ist gut. Hier in der Sammlung war er, ne? Okay, dich möchte ich auf jeden Fall noch fragen. Kannst du uns was von den Tempelrittern sagen? Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Aha. Tempelritter in der Kapelle, Erinnerung. Nein. Keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die 3 E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... Für die... Die 3 E's. Ich wollte eigentlich sagen, so der Anfang klang sinnvoll. Und dann wurde es immer dümmer. Aber es ging. Das mit dem Essen war ein bisschen doof. Das ist Voice Acting. Obst. Gedächtnisstütze. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind 3 Objekte. Ah, okay. Die genauer gesagt. Erzähl mir was von den Tempelrittergrab in der Kapelle. Lass mich raten, ich brauche dafür die 3 E's. Gute Nacht, Sandra. Oh? Mach auf. Hm? Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ja, erzähl mal. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Wie hast du das geschafft? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis?
Da hatte ich aber einen Apfel dabei. Ich habe eine Banane. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammer unter der Klosterkapelle erinnere. Oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also mal Monkey sehen. Hinweise. Ich mag das. Ich habe ein paar Hinweise für dich. Wie senkt er da? Bisschen ab, hey. Man kennt's. Bananen, ne? So, aber die Banane ist erstmal das Einzige, was wir haben. Beim Rest, ich weiß nicht, wie ich Einstellung und Emotion darstellen soll. Nichts im Affen machen. Monkey. Aber wir haben Bananen. Ja. weiß nicht, ob davon irgendwas was bringt. Aber die Banane klingt sinnvoll. Das heißt, die Kokosnuss und Apfel, wissen wir, gehören nicht dazu. Ich denke, das Glas bringt mir auch nichts. Was will ich mit einem Glas mit Alkohol? Nisha, danke dir für 25 Bits. Dankeschön. Grüße aus dem Lurk. Vielen Dank. Dankeschön. Spielt das Spiel vor oder nach Edna bricht aus? Ich gehe mal davon aus nach. Aber Leute im Chat meinten, das Ende passt nicht ganz dazu. Ob ich hier was aus der Vitrine dafür gebrauchen könnte? Hier wüsste ich auch noch gar nicht, was ich tun sollte. Warum geht denn die Kamera immer so hoch? Allgemein wegen der Treppe, ne? Kantine hätte ich auch nicht weiter, ne? Habt ihr irgendwas Interessantes? Shibuya Power! Riot Girl rules! Ching! Ching! Was soll das eigentlich? Oh, die Shura-Bauten. Miyoroshi Glitzerschein! Miyoroshi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima. Riot Girl rules! Ching! Ching! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Oh. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oh. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten. Sie sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Okay, good point, Fiddler. Das könnte wirklich die Emotion sein. Can we appreciate the amazing letztes Abendmahl painting? Ja, ich hab's vorhin gesehen, einmal ganz kurz. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, da habe ich es mir genauer angeschaut. Aber es ist echt cool. Nina mit dem Finanzsystem. Aktivismus! Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules! Ching! Ching! Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh, dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten. Anime war ein Fehler. Reagieren Erwachsene so auch auf Jüngere, wenn die so eine Scheiße von sich geben? Und du sitzt da und denkst dir, was redet ihr da? You know, I believe there were the first time 12-year-old Smiley saw a depiction of anarchist. And Smiley went, oh boy, good stuff. Ich denke mir einfach nur so, oh Gott. Aber ja,
Die beiden sind übrigens eine gute Darstellung von auch teilweise Weeaboos. Also es ist halt ein bisschen Overkill. Können wir Anime an Absender schicken? Ja. Wie cooler, wir haben das Riot Girl JRPG gespielt. Immer diese japanischen Sachen. Stil. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Aber morgen spielen wir, by the way, Pandora's Tower und Shin Megami Tensei 5. Aber. Nur Shining kommt an die Shinies von Riot Girl ran. Oha. Weil Shining Shining ist, ne? I think my anime fans are broken. Can I return them? Megaton, ja, morgen denke ich, machen wir SMT5 und Pandora's Tower. Und, ja. Stellen wir mal vor heute Feierabend, oder? Ich meine, viele Leute gehen eh schlafen. Also, ja. Ja, Fully? Ja. Oh. Ja, vollkommen recht. Ich will nicht weiter mit euch reden. Was sagt der Erzähler Soka dazu? War das beliebteste Mädchen. Ach ja, doch, das hatten wir. Lily wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Soka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lily es in letzter Sekunde bleiben lassen. Was ist mit Shai? Lily hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Oh. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lily jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Sind das Lügen vom Erzähler oder ist Lily insgeheim wirklich so ein bisschen ehrlich? Okay, Feierabend. Ja, ich würde sagen, wir machen Feierabend, ne? Wie speichere ich überhaupt? Speicherstimmen? Achso. Das ist ein interessantes Speichermenü. Aber wir haben gespeichert. Eine gute Nacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ich mag ehrlich gesagt bis jetzt schon Harveys neue Augen sehr viel mehr als Edna bricht aus. Ich finde sie irgendwie automatisch viel mehr charming und spaßiger. Aber ich habe das Gefühl, es gilt für viele von euch auch so. Also ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Machen wir jetzt regelmäßig wieder abends, ja. Aber was hat das mit Harvey zu tun? Keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich noch herausfinden, Feder, ne? Das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall, ja, ist ja auch nicht mehr das erste Projekt. Ja, das stimmt. Keine Zelle? Achso, ja, oh Gott, die Zelle. Sag schon, Muso, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns morgen. Ich habe gerade gesagt, was wir morgen machen. Hau da rein, bis dann. Tschüss, tschüss, gute Nacht. Musik? Musik.